Ja, jetzt hat er sich auch nicht festgehalten bei mir, der Idiot. Wo du hier runter willst, Alter, leck mich doch am Arsch. Hab ich hier nicht eine bessere Stelle gefunden? Also, ich bin schon jetzt eine Etage tiefer. Du könntest auch außen rum gehen, so ist es nicht. Ich glaube, ich habe eine Stelle gefunden, die halbwegs easy ist, ja. Was habe ich gehört? Oh, hier auf mich kommt einer zu. Kannst du den haben, schenke ich dir. Nee, das geht leider nicht so. Oh, du hast den nicht getriggert. Oder ich, wer weiß. Na, ich hab's getan. Oh. So. Pass auf, pass auf, pass auf, pass auf, der greift dich an. Der große Bulle? Der große Bulle greift dich an. Das ist ein Arsch. Weißt du, er rennt zielsicher auf das zu und sagt zu ihm, er ist ein Arsch, weißt du? Ja. Muss es ja nur nicht übertreiben, der kann sich auch mal einfach töten lassen. So, siehst du da hinten in der Ferne die Hand? Die so, sich so ein bisschen rausstreckt über den Fluss, über so. Ja. Siehst du das? Ja. Ja. Das wäre unser nächstes Ziel. Da wir da unten gleich Wasser haben, denk dran, deinen Trinkschlauch aufzufüllen, wenn der schon leer ist oder nur halb voll ist oder so. Ich hab den, glaube ich, nie immer aufgefüllt. Echt? Was hast du denn im Trinken? Na, jetzt habe ich, jetzt ist langsam Zeit, was zu trinken. Lass mal so. Die Kehle ist völlig ausgedörrt, sagt er mir. Ich höre ihn gerade husten, ja. Ja, darum sage ich ja, deinen Trinkschlauch solltest du jetzt. Und nochmal, zack. Oh, Trinkschlauch ist aber voll. Passt. Ja, Krokodil, lass mich in Ruhe. Ja, komm. Komm noch eins, da Achtung. Kommt der nächste. Ja, da kommt noch. Da kommt noch eins. Ich zieh eins weg von dir. Das läuft. Oh. Ist ja nicht eine Füllstandsanzeige haben, hat er doch, oder? Auf 7 ist das da nicht, dass er voll ist? Swim? Unten, das so ein blauer Balken ist das. Wenn der hellblau ist, dann müsste dein Trinken voll sein. Also im Wasserschlauch. Hellblau oder weiß? Hellblau, den musst du. Hast du die 7, also was hast du den Trinkschlauch denn liegen? Auf welchem? Auf der 7. Hast du die 7 gedrückt? Ja, wo ich im Wasser bin, ja. Und dann, mach doch kurz irgendwas. Aber bei mir ist er nicht hellblau, sondern ist weiß gefüllt. Warte mal. Oder bin ich einfach von Natur aus farbenblind? Drück mal die 7. Siehst du, ich kann jetzt trinken. Jetzt ist er leer. Jetzt gehe ich hier hin und drück die 7 und dann ist er weißvoll. Hast du, ich sehe gerade, hast du. Oder ich sehe deine Leisten einfach nicht wegen dem roten Rand unten bei dir. Ach, das kann durchaus möglich sein durch diesen roten Rand. Wartet mal, das können wir mal gucken, ob wir das. Weil deswegen sehe ich jetzt gerade gar nichts von diesen Leisten. Stimmt. Ich das weg. Mein fucking Overlay. Da. Overlay 2. So, weg ist es. Jetzt sollte es eigentlich besser gehen. Ja, jetzt ist. Ja. So, dann musst du mir das jetzt eben zeigen nochmal mit den weißen Balken, blauen Balken. Ah, jetzt ist er weiß, gerade im Moment auf der 7.
Ja, so, und jetzt müsstest du mal ins. Geh mal richtig so, wie ich ins Wasser rein und drück mal die 7. Ah, okay, bei dir ist er weiß. Ah, okay, der ist voll. Er stand nämlich gerade kühlt ab und der Effekt kommt eigentlich nur, wenn du aus dem Trinkschlauch getrunken hast. Dann habe ich nichts gesagt. Ja, das war der komische Balken. Ich habe ihn jetzt weggemacht. Alles gut. Bei dir ist die Anzeige weiß, weil bei mir ist die Wasseranzeige bläulich. Warum Ah, auch okay. immer. Vielleicht wegen der Grafikeinstellung oder so. Keine Ahnung. Grafikeinstellung, ich habe eigentlich. Grafik, ich habe alles auf Ultra. Ja. Weiß ich nicht, warum er bei mir blau ist und bei dir was. Vielleicht, weil ich das DLC habe. Ah, das kann natürlich sein. Du was Besseres bist. Oh Mann, ey. Alles gut, bitte. Alles gut. Was denn? Nee, Oh, weil da geht was. sie sagte bloß. Oh, was ist mit dir nicht ganz richtig hier? Willst du dich tatsächlich mit mir anlegen, ja? Komm her, komm, ich zeig dir das. Oh. Hat mich getroffen. Oh, zwei. Ja, ich sehe. Mach du mal. Ja. Ja, nur der ist zurückgewandert. Das heißt, er macht einen Angriff. Wow, ich habe einen Stein zum Reparieren gehabt. Das ist natürlich jetzt überhaupt nicht sinnvoll. So. Die einzige Änderung, die passiert, wenn man das DLC kauft, die Anzeige ist blau. Wer hat das geschrieben? Das verrate ich nicht. Naja. Siehst du mich eigentlich? Ich habe das Feuer. Ich Natürlich nicht. Feuer hier noch. Ich hole erstmal schnell das Fleisch aus den Viechern raus. Achso, natürlich. Da oben, ich sehe dich. Ah, da ist er. Wer das nur war. So, und hier oben drauf liegt auch ein Buch. Da lädt man den Emote, komm her. Okay. Ja, das passt ja. Wir, mit der pinken Kleidung passt das echt gut, ja. Die Bewegung, ey. Ja, das ist halt. Also mit den Emote-Rate, da haben sie sich hier einiges einfallen lassen. So. Ja, genau. Ist das ein Typ? Blade Fact, hi, moin moin. Herzlich willkommen. Ist das schlecht? Also schlecht in dem Sinne, dass das Emote einfach köstlich aussieht. Naja, du musst dir jetzt ja auch mal vorstellen, wenn du jetzt einen weiblichen Char spielst, ne? Dann macht es wieder mehr Sinn, oder? Ja. Alter. Ich soll aufhören, so viel zu springen. Aber wir sind ja relativ gut durchgekommen, würde ich mal sagen. Ja, Playergun, ich bin ganz normaler Nachtarbeiter. Ich hatte und ich habe heute frei. Ich muss erst heute Abend, heute Nacht wieder arbeiten. Guck mal, Blade Fact haben wir verjagt mit unserer Taktik. Der hat einmal kurz Hi gesagt und auf einmal haben wir diese Bewegung gemacht. Jetzt sagt er, what the fuck? Und seitdem war Ruhe. Den haben wir verjagt. Das Nein, kein Problem, kein Problem. Pass auf, Cap. Ich könnte ja jetzt ganz mies sein und zu dir sagen, geh mal darüber für die Nummer mit der AK. Nein, das wird nicht reichen. Lass es. Versuch's gar nicht erst. Guck mal rechts. Siehst du Alter. den dritten Klopskrog oder? Ja, das sieht ja größer aus als die anderen, ja, tatsächlich. Ja, auf den kannst du ewig eindreschen, du wirst es nicht schaffen. Und der macht auch Mordschaden. Das ist so eine Art Zwischenboss-Gegner.
Wenn du schwindst das Spiel dämlich, warum findest du das Spiel denn dämlich? Und nein, ich bin kein Bordellbesitzer. Wir müssen hier an der Seite hoch. Interessiert mich jetzt mal. Ich meine, es ist ja jetzt wegen der Nacktheit, das haben wir ja sowieso nicht an. Weil es. Ach, die Hyäne, die will zu uns gleich. Warte, weil ich habe natürlich gerade das Problem, ich bin komplett außer. So. Ach so, nee, ist ja okay so. Das ist ja jeder hier das seine. Ja, auch nicht. Nee, du hast das Tier auseinandergenommen. Ich habe das Tier auseinandergenommen, ja. Ich muss dann bald mal. Jetzt ist noch ein bisschen Ruhe. Moment, sieht gut aus mit Essen. Ich habe noch 4 Dinge. Mhm. Ich habe da irgendwas schreien gehört. Ich mag das Setting und die Grafik. Ist halt so auf Ark, Seven Days to Die. Aber hier ist mehr Exploration. Das finde ich gut. Naja, hier ist auch. Im Vergleich zu Ark muss ich sagen, hier stirbst du nicht an jeder Ecke am Anfang. Das finde ich schon mal gut. Weil, oder selbst sag ich mal später, wenn du ein bisschen höher gelevelt bist bei Ark, kann es ja immer noch sein, dass du sehr leicht verreckst. So habe ich zumindest das Gefühl immer in Ark. Und hier hast du so ein bisschen, naja, du kannst, solange du gut rennen kannst, musst du keine Angst haben. Hier gibt es natürlich auch Gegner, die sind enorm pervers zu bekämpfen. Bist du mir jetzt gerade gefolgt? Nee, wieder mal nicht. Ich muss kurz umstellen hier. Was musst du? Ich musste kurz was umstellen bei mir hier. So, jetzt weiß ich gar nicht mehr, wo du warst. Na, ich bin jetzt hier drauf, ich gucke jetzt gerade Richtung Grün. Richtung was? Richtung irgendwie sowas leicht Grünes. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie ich hier hochgekommen bin. Ich gucke gerade mal. Hier ist grüne Steppe oder sowas. Und ja. Vor mir ist wieder eine Figur mit einem Speer in der Hand oder sowas. Was? Guck auch mal einen. Hier bin ich. Das ist das, wo ich hingucke. Ach so, das leicht grüne Gebiet. Moment. Ich hab dein. Da bist du, okay. Moment, da muss ich wieder darum. Ja, hier ist so ein kleines bisschen. Kann man sich hier verlaufen. Das ist auch schade ein bisschen, dass hier nicht tatsächlich irgendwie ein bisschen was gemacht wurde zwecks Partnersuche oder sonst was, dass man seinen Partner irgendwie von ein bisschen weiter weg auch noch halbwegs erkennen kann. Da bist du ja. Genau. Ja, zumindest die Clan-Mitglieder, ne? Dass das so. Ja, genau. Das stimmt. Graveyard Keeper, das Game zieht sich langsam, aber solange Progress da ist, geht's noch. So, und den Typen hier oben, den kannst du ansprechen, da lernst du dann Z-Religion. No closer, Exile. Lest I blast your people's skin. Und nochmal ein Emote. Ja. I am Mechamosis of the Black Rain. Mach's gleich mal an hier, irgendein Z. But for now I would speak of matters that are of mutual interest. Ja, du hast aus wie Yoga-Übung. Ja. Hier lang. Das jetzt selber mal erstmal gucken. Hab ich verlaufen. Oh oh. Nein, habe ich nicht. Sagt er jetzt. Ah ne, da unten ist das Kroko. Das war aber knapp. Was habe ich denn jetzt gedrückt? V? Nee, doch, V habe ich gedrückt. V? Okay. Ich habe aus Versehen V gedrückt, dann sagen, ist alles ist weg. Die Ansicht. Ja. Ja. Oh. So.
Und hier in der Savanne, ich weiß ja nicht, ob du hier schon Elefanten und Nashörner und Tiger schon gesehen hast. Hier war ich nie gewesen. Ja, weil hier vorne links im Gebüsch ist ein Tiger. Ach, leck mich doch. Der kommt jetzt auch gerade auf mich zu. Ah, super. Kein Problem. Zu weit geht's. Wow, der hat schon gut was abgezogen. Pass auf. Ja, mir auch. Boah, ey. Muss ich aber eben mal. Ich wusste gar nicht, dass er so viel kann. Katzenfell habe ich gekriegt. Ja, siehst du. Ja, ich habe gerade alle Fingernägel aufgebraucht. Das stimmt, Playscan. Das ist richtig. Bei dem. Also die Hände und Fingernägel müssen bei den Menschen hier übermenschlich eigentlich sein. So. Na, siehst du. Das hat auf jeden Fall sehr gut geklappt. Den haben wir mal ein bisschen gezeigt, wo hier der Herr im Haus ist, obwohl der ganz schöne. So, Nashorn nimmst du denn alleine oder Verrückt. was? Ist Da hinten ist vor wieder ein allem, Tiger. ja, wir sind schneller als die Tiger. Wir müssen jetzt auch ein bisschen jetzt noch nicht unbedingt sprinten. Wir müssen uns erstmal an die vorbeischleichen. Sobald die aufgescheucht sind, ich meine, gut, sie werden sowieso meine Aggro haben, aber. Was für dich? Und wir sind wirklich schneller, ja? Na, auf jeden Fall sind wir sind schon schneller als wir, aber die brauchen für ihre Angriffsanimation immer so ein bisschen Zeit, dass wir dann schon wieder 3 Meter weiter sind, weißt du? Und hier sind Elefanten, die sind übrigens auch aggressiv. Oh, du hast einen Tiger Ja, den aufgescheucht. habe ich Genau. aufgescheucht. Übrigens, vor dir Ja. ist auch ein Tiger. Ja, ist nicht schlimm, dann laufen wir mal. Links lang hier, links. Wenn du nicht mehr ganz kurz immer Ausdauer regenerieren. Muss ich? So. Dann hier rauf auf den Stein. Und dann darüber. Zack. Etibet. Da guckst du Weg ganz da doof hinten. aus der Wäsche. Ah, da zeige ich dir doch mal gleich was. Genau. So. Und jetzt sind wir schon fast im Norden. Verschmettert das Becken. Oh, shit. Muss ein bisschen mit Klettern machen. Und wie ist das? War das früher schon freie Schalten? Das war doch früher nicht freie Schalten, oder? Zu der Zeit, wo du es gespielt hast, war es tatsächlich schon freigeschalten. Also das Echt? letzte Mal gespielt hast, war der Norden und nur der Dschungel, der kam erst mit vollem Release raus. Okay. Aber der Norden, zumindest der Norden, die Schneewelt weiß ich nicht, weil dahinter ist ja noch Schnee, hinterm Norden. Wir kommen ja jetzt so gesehen nur in so einem grünen Biom, sage ich mal. Ja. Und dahinter liegt ja noch die Schneewelt mit dem Vulkan rum und so weiter. Okay. Doch bestimmt erst früher, das gab es früher alles nicht. Früher war hier, glaube ich, bin ich der Meinung, eine Dingser gewesen, eine Grenze und dann war Schluss gewesen. Hätte ich jetzt fast gesagt. Ja, also in der ersten Version war es so, das stimmt, dass nur die Wüste gab. Aber ich weiß, dass sie das Spiel also vor dem Release noch gezockt hatte und da war dieses Biom war schon vorhanden hier, das Grüne. Okay, krass, ey. Microphone muted. Und Microphone dann activated. mit vollem Release kam der Dschungel dazu und ich weiß nicht, ob das Schneebiom da war, weil da waren wir denn nämlich noch nicht zu dem Zeitpunkt, weil im Schneebiom ist es ja erstens arschkalt, brauchst du wieder wärmende Klamotten. Und zum anderen rennen da teilweise ziemlich heftige Viecher rum. Hast du was aufgescheucht? Pass auf, ein Bär, renn! Hab was aufgescheucht, ja, schade. Nee, ich hab's aufgescheucht. Ah, okay, das ist in Oh. Ordnung. Dann kümmere dich auch bitte selber drum. Nee, nee, nee. Kommt der hinterher? Nein, der bleibt da stehen. Okay.
Einziges Problem ist natürlich hier im Biom, es ist sehr oft am Pissen. Ja, das glaube ich. Aber dafür kein Sandsturm. Bist hier von einem Sandsturm geschützt in dem Biom. Genauso wie im Dschungelbiom. Pass auf, da hinten ist ein Wolf. Wenn du da zwischen den Steinen guckst, da ist ein Wolf. Okay. Die sind aber relativ leicht, zumindest wenn sie alleine da kommen. Er versucht sein Aim hier zu verbessern. Hab mich getroffen. Aber er kommt nicht. Doch, nee, doch. Keine Ahnung. Nee, er rennt da noch, er chillt da noch rum. Das lässt sich ein bisschen schwierig schießen und es ist immer noch so, dass man hier ein MG draus machen kann. Ich habe mehr Pfeile im Bein zu stecken als der Wolf. Ach, könntest du, hör mal, auch tatsächlich, ich habe dich getroffen. Und der war auch in einem Kopfnähe gewesen, der bei dir gehangen hat, also war ich ziemlich gut. Hast du den überhaupt zerlegt? Ja. Na gut. Ja, wir haben ja noch leider kein Abbeutemesser, dafür brauchen wir Eisen. Das ist erstmal egal. Wichtig ist ja bloß, dass wir wenigstens ein bisschen was haben, wenn wir jetzt dann hier demnächst irgendwo eine Base bauen oder sowas, dass wir erstmal auch Fleisch haben zum Essen. So, guck mal, du siehst doch jetzt diese schwarzen Punkte so leicht, ne? Die schwarzen Punkte. Siehst du die nicht? Weil das, es kündet sich ein Sandsturm an. Ich habe einen guten Computer, ich habe keine schwarzen Punkte. Na, die so eine Verwehung halt. Ja, die Verwehung, ja. Hm. Und das heißt eigentlich immer ein Sandsturm kommt. Der würde mich jetzt wundern, wenn er jetzt hier kommt, weil Solo-Spiel kam er hier nicht hin. Es wird gerade auch richtig gut. Oder haben die den Sandsturm hier reingepatcht? Bitte nicht. Nicht, dass er hier im Nordgebiet kommt. Das wäre ärgerlich. Bedroll legen, bevor, wenn du Schaden nimmst. Nein. Ich kriege hier keinen Schaden. Es steht auch nicht Sandsturm. Es ist nur arschdunkel gerade. Ja. Ich sehe dich nicht mehr. Dann kann ich ja den machen. Jetzt siehst du mich wahrscheinlich. Ja. Und jetzt ist kaputt. Aber man kann es ja reparieren mit Pflanzenfasern. Ja, also der Sandsturm kann uns hier nichts anhaben. Na, siehst du. Einziges Problem ist halt, wie gesagt, es pisst. Sehr oft, sehr lange. Aber der Regen tut uns ja nichts. Obwohl, vielleicht kann man ja. Er freut sich erstmal. bist du durstig? Ja. Ja, völlig richtig. So. Gehen wir mal hier in die Richtung, weil der Blitz, der leuchtet mir so schön den Weg. Bist du noch in der? Ja. Ich bin noch da, ja, ich sehe dich. Aber ich kann dir jetzt zeigen, wo ich im Solo-Spiel gebaut habe, weil da halt viel Fläche ist und sehr viele Ressourcen gleich in der Nähe. Zumindest Eisen, Kohle, Holz. Das hört sich doch gut an. Hast du gerade einen Jubelschrei gemacht oder? Ach, du wolltest ein Reh verprügeln. Ja, ich habe ein Reh geboxt. Die Antwort kam, als das Reh genau an mir vorbeigeschossen ist. Und jetzt hängt es da hinten fest. Wie, du musst uns abschalten, dass du noch ein bisschen erledigt bekommst, Zwinnet? Das hört sich gut an. Das heißt, ein Kompliment für uns, weil das heißt, du kommst zu nichts, weil es so spannend ist, uns zuzuschauen. Zwinnet, vielen Dank fürs Reinschalten. Hier siehst du ja, das ist so ziemlich viel freie Fläche. Zwar ja. eine Senke, aber wir werden sowieso einzelne Häuser bauen, denke ich mal. Also nicht eine riesengroße, fette Base, können wir theoretisch auch, aber
Er will mich erstmal boxen. Das ist auch gut. Niemals. Weil bauen kannst du ja Foundations und so ein Zeug, ne? Jo. Ja, dann würde ich sagen, Steine kloppen, Holz kloppen. Jawohl, Chef. Weil wir könnten, na ja, obwohl da oben ist eine Elch, das ist eine Boss-Kreatur, das ist auch eine Quest, die man erfüllen soll. Problem ist, wir sind natürlich schon so ein bisschen überladen durch die ganzen Sachen, die wir mitgenommen haben. Da können wir ja schnell eine Truhe drauf bauen. Ja, ich mach mal schon mal eine Foundation. Da setze ich denn die Kiste dann erstmal drauf. Eine Kiste müsste ich eigentlich auch bauen können. Ja. Übrigens, was ich ja immer so ein bisschen hasse, wenn man jetzt die Foundation jetzt so setzen würde, würde man das Gras immer noch sehen. Ne? Ja. Du kannst, wenn du Shift gedrückt hältst und dann mit dem Mausrad nach oben scrollst, kannst du die Foundations anheben. Alles klar. So, dann sieht das... Setz sie mal jetzt so. Dann ist sie halt ein bisschen... Bisschen höher, ja. Und das Schöne ist, die anderen Foundations, die setzen sich jetzt automatisch da ja dran. Also auch auf dieser Höhe. Ja. Was natürlich geil ist, dass du das nicht auch noch irgendwie auch rauspinöbeln musst. Ich stelle schon mal eine Kiste her. Ja. Es regnet, die Erde wird nass.